zeige euch jetzt euer Mietfahrzeug. Viel Spaß! Da sind wir im neuen Fiat rein. Tempomat wäre da, die ganze Bedienung von Bordelektronik ist da. Dann haben wir Scheibenwischer, Blinker links, rechts, das Volllicht abblenden, lassen das Licht immer laufen während dem Fahren, nicht auf irgendein Standlicht gehen oder so, dann sind da rundum beleuchtet. Da haben wir Navigation und Radio und Klimaautomatik und 6-Gang Handgeschalten. Zum am Abend verdunkeln, greifen immer mit zwei Händen greifen und ziehen das Roller auf. Und auch wieder mit zwei Händen versorgen wir das Ganze. Auch die Seitenfenster können wir verdunkeln, indem wir hier das Handörgel aufnehmen. Wir führen das einfach schön langsam führen, dass sich das Handörgel auch falten kann. Und das gleiche wieder mit zufachen, nicht juffeln, hier runter gehen und hier unten einhängen. Hier in der Tür drin haben wir Leuchtwesten, zwei Stück, Pannendreieck und ein Werkzeugset. Die Motorhauben öffnen tun wir hier mit dem Hebel. Dann haben wir hier unten den Dieseltank. Hier dazu könnt ihr den Zündungsschlüssel nehmen. Geht rein, links oben könnt ihr den auftun, wieder einsetzen und verschliessen. Nehmt den ganz normalen schwarzen Diesel, nicht irgendwelchen Biodiesel. Hier unten haben wir Set Blue. Das zeigt so ja, sobald das leer ist. Dann könnt ihr noch 1000 km fahren. Schaut, dass ihr an einer Tankstelle könnt AdBlue füllen und nicht mit dem Kanister. Wenn ihr einen Kanister nehmt, schaut einfach nur 1 Liter rein und fahrt wieder weiter. Und wenn es wieder kommt, wieder 1 Liter. Nicht, dass der Füllstock kaputt geht. Und hier oben öffnen, da habt ihr hier unten ein Kläppchen. Könnt ihr entriegeln. Schaut ihr den hier. Einrasten, dass ihr nicht auf den Kopf geht. Da vorne müsst ihr grundsätzlich nicht viel wissen. Falls ihr mal einem in Starthilfe geben oder das Fahrzeug überbrücken, nicht lange die Batterie suchen. Wir haben hier einen Massenpunkt. Und da unten, unter dem Kleppli unten, ist das Plus. Ja. Dann Motoröl würde ich euch anzeigen, müsst ihr aber nicht kontrollieren, derzeit, wo ihr unterwegs sind. Aber vielleicht Scheibenwischwasser wäre da. Unter dem Kleppli unten ist jetzt aber auch gefüllt, also könnt ihr einfach mal zufahren. Zum Zumachen einfach hier wieder entriegeln, einrasten und abkehren. Die Rückspiegel können wir reinklappen, macht das auch, wenn ihr irgendwo steht, weil das ist das Erste, was ihr abfahrt. Erstens ist es blöd, ohne die zu fahren und zweitens kostet ihr einen Haufen Geld. Zum nachher wieder fahren, einfach wieder raus, manuell. Hier in der Beifahrertür haben wir die komplette Bibel vom Fahrzeug. Wenn irgendwo etwas ist, könnt ihr auch hier mal nachlesen. Dann hier unten haben wir das Pannenset. Die haben keine Ersatzräder mehr bei diesen Fahrzeugen. Also eine Platte haben von einer Schraube oder Nagel, könnt ihr mit dem auffüllen und zu der nächsten Reifenwerkstatt fahren. Macht das aber nur im äußersten Notfall. Wenn es geht, dann haben wir deine Pannendienstnummer, könnt ihr den anrufen, wartet ein Stündchen und dann geht es weiter. Weil wenn wir das einsetzen, ist sicher die Pflege auch kaputt und dann geht es länger, bis ihr wieder on Tour sein könnt. Hier vorne im Handschuhfach haben wir blaue Zonenkarten und Ersatzsicherungen für den Wohnbereich. Die Sicherungen für den Wohnbereich sind hier unten unter dem Kleppli. Die sind alle angeschrieben, aber solange noch nicht irgendetwas falsch machen, sollte hier auch nichts passieren. Hier unter dem Kleppli haben wir den Aussengasanschluss. Wenn ihr einen Grill bei uns gemietet habt, könnt ihr den hier koppeln und ganz einfach draussen grillen. Nachher vorm Losfahren natürlich auch wieder entfernen und das Kleppli wieder zu. Dann rund um die Schlösser sind eigentlich alle gleich. Mit dem Schlüssel rein, links rum, dann spicke ich den raus, dann kann ich den bedienen. Zum Schliessen wieder reindrucken, das heisst, ich muss ihn zuerst schliessen und dann reindrucken, dann ist er wieder verriegelt, sobald er flach drin ist. Ne? Gut.
Hier in der Garage haben wir die Kiste mit allem Zubehör. Wir haben hier Kabel drin, die wir nachher noch sehen. Wir haben hier eine Wäscheleine, Klüpperli, Kabelrollen, Wasserkanister und Wasserschlauch zum Frischwasser befüllen, Kreuz, um das Fahrzeug ausnivellieren. Schaut auch, dass ihr immer möglichst gerade steht, weil nur dann funktioniert auch der Kühlschrank richtig. Und hier haben wir noch die Tabs für die WC. Das sehen wir nachher später noch. Schaufeli Besseli haben wir da drin. Dann haben wir Tisch und Stuhl da drin. Plus den Veloträger, wo wir dann die Velo reinstellen können und mit diesen Armen am Rahmen fixieren. Hier hinter der Ecke haben wir noch Kurbeln für die Sonnenstore. Kurbeln für die Sonnenstore könnt ihr hier auseinanderschrauben mit dem Wanderstock, dass ihr euch gelangen mögt. Setzt sie hier oben hin und drüllt raus. Zuerst drüllen wir nur mal so weit, bis wir dann vorne an den Stirnen mögen gelangen. Bei dieser Stirn relativ weit. Macht das also langsam schön, bis ihr vorne an den Armen ankommt. Dann könnt ihr hier, lasst ihr die hängen. Holt den Arm im Ecken raus und dann könnt ihr hier ablegen, lösen. Und fixieren. Hier unten den Füßen stellen wir natürlich gerade. Das gleiche machen wir auf dieser Seite. Auch wieder im Ecken reinlangen. Abnehmen. Lösen. Und fixieren. Und erst dann tun wir sie ganz rauslassen, bis sich dann das Tuch entspannt. Einmal mit den Füßen nachgehen, dass die nicht wegrutschen. Jetzt entspannt sich das Tuch, dann gehen wir wieder ein bisschen weiter und spannen es wieder. Im Kübel hat es eine Zehring, die ihr hier unten einschlagen könnt, dass die Kinder oder mir nicht hierher putschen und das Ganze oben runtersegeln. Wenn es luftet oder stürmt, lasst sie rein. Wenn ihr auch weggeht vom Fahrzeug, lasst sie rein. Es kommt so schnell eine Windböe und dann macht es zack und die liegt auf dem Dach oben. Ihr könnt sie auch rauslassen, wenn es regnet, sie ist wasserdicht. Dann einfach schauen, dass ihr eine Ecke extrem tief setzt, dass das Wasser gerade in eine Richtung läuft, dann gibt es nämlich keinen Sack. Bevor wir sie wieder reinlassen, schütteln wir Äste oder Blätter oben abschütteln. Nicht, dass es die Eintrüllen oder Gerbflecken gibt. Oder von den Ästen gibt es natürlich Löcher in die Blache. Und das wollen wir ja auch nicht. Ihr könnt sie nass eintrüllen, das ist kein Problem. Einfach beim nächsten Mal, wo sie wieder trocknen kann, lassen wir sie wieder raus. Meine Trüllen eigentlich genau gleich. Einfach wieder retour, bis etwa auf die Position, wo wir noch rauf mögen. Führt den Fuß wieder da lösen. Hineinschieben. Wieder anziehen. Und da hinten reinlegen. Und dann gehen wir von außen ein Stückchen. Das gleiche auf dieser Seite. Und hier einmal den Fuß lösen. Hineinschieben. Anziehen. Grundplatte ablegen, dass sie da hinten schön anliegt. Und dann gehen wir da außen ein Schüppchen. Wenn wir die Füße nicht mehr sehen, dann sind sie super versorgt. Und dann können wir einfach mit Gefühl die ganze Stange bis an den Anschlag reinkommen. Wenn sie drin ist, anlupfen, wieder ein bisschen retour, dann kommt sie wieder raus. Hier haben wir das WC, das schönste vom ganzen Auto. Unentriegeln und auszuziehen. Das Rauswählen, wo immer reingehen. Wenn sie irgendwo klemmt, haben wir etwas falsch gemacht. Wir müssen die rein, bevor wir das Geschäft machen, die Klappen auftun und nachher machen wir die wieder zu. Wenn die noch offen ist, geht die Kassette nicht raus. Also schnell kontrollieren, nicht würgen, die Klappe zumachen und auszuziehen. Wenn wir sie draußen haben, gehen wir zu den gekennzeichneten Leerungsstationen, also immer ein bisschen Mietoilette nehmen. Wir gehen hin,
machen den Deckel auf, tun den entleeren, zwei, drei Mal mit Wasser spülen und weiter geht's. Jedes Mal, wenn wir geleert haben, tun wir hier über den Hals einen von diesen Chemietabs rein. Einen nehmen, hier reinrühren, dann nochmal 2 Liter Wasser dazu, dass es besser aktiviert. Wieder zumachen. An, über. Und wichtig beim Reinschieben von den Brüller, Gradstoß, es geht sie nämlich auch nicht rein. Nehmt auch spezielles WC-Papier, das wir euch mitgeben, nicht, dass es nachher mühsam rausgrübeln müsst. Zum Reinschieben einfach wieder auf den Schlitten legen, reinschieben, bis einklicken, fertig. Wenn ihr auf dem Campingplatz sind, müsst ihr den Strom anschliessen. Wir haben hier 2 Kabel. Das eine hat ein Kläppchen drauf, das andere nicht. Der mit dem Kläppchen kommt immer aufs Fahrzeug. Das heisst, wir machen den Deckel auf, tun den Deckel vom Kabel oben in den Schlitz rein und einstecken. Dann gehen wir mit dem Endstück auf die Kabelrolle, von der Kabelrolle zu den Säulen und mit dem auf die Säule beim Camping- oder Stellplatz. Falls die den nicht haben, haben sie ganz sicher immer einen Adapter für den. So sind wir sicher, dass er immer schön Strom und nur die Batteriekapazität hat. Hier unter dem Kläppchen haben wir die Befüllung vom Frischwasser. Einfach reindrücken, links rum. Dann könnt ihr hier Wasser befüllen. Tönt ihr mit dem Schlauch oder Kanister befüllen. Wenn ihr mit dem Schlauch befüllt, lasst nicht einfach volle Pulle laufen, bis hier noch so rausspritzt. Weil dann gibt es einen riesen Druck in den Tank. Wir können hier rein schauen, seht ihr einen, alles ist 3/4 voll, kannst aufhören, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir zu viel Wasser mitnehmen. Wenn wir fertig sind mit Befüllen, tun wir den wieder drauf und tun hier wieder mit dem Schlüssel verschliessen, damit euch niemand hier Zucker reinrührt. Dann hier, unter dieser Klappe, haben wir ein bisschen Stauraum genommen und den Hebel für den Abwassertank. Alles Wasser, das nicht in die WC-Kassette geht, geht in den Tank hinein. Wenn der Hebel nach vorne gerichtet ist, ist der Tank offen. Das heisst, er läuft da unten aus. Wenn wir wieder fertig sind mit Ablauf, tun wir ihn wieder verschliessen. Wichtig ist, tun das relativ regelmäßig entleeren, weil Grauwasser, wenn es warm ist, relativ schnell Geschmack bildet. Und ihr im Wohnmobil kein Siphon habt, das heisst, ihr habt dann die ganze Luft im Innenraum und das ist nicht so angenehm. Hier in diesem Fach befindet sich das ganze Gas. Wir haben 2 Flaschen voll, immer dabei, das lange für eure Ferien. Bei diesem Fahrzeug seid ihr in der glücklichen Lage, dass ihr Crash-Sensoren drin habt. Das heisst, ihr müsst das Gas nie zumachen während der Fahrt, ihr könnt es offen lassen. Es tut auch automatisch wechseln, wenn die erste Flasche leer ist, auf die zweite. Also müssen wir da überhaupt nichts machen. Was mal kann sein, ist, dass sich der Crash-Sensor aktiviert. Da ist hier hinten das gelbe Knöpfchen. Wenn das bündig drin ist, dann ist alles gut, dann kommt Gas. Wenn das aber 5 mm vorsteht, ist der Crash-Sensor aktiv. Das kann sein, ihr habt eine rechte Vollbremse oder so müssen machen, dann aktiviert sich der. Einfach angehen. Das Knöpfchen 10 Sekunden reinheben, wenn es drin bleibt, ist wieder alles in Ordnung. Die Aufbautür, auch die geht über die Zentralverriegelung. Wenn wir sie aufmachen, von innen her beschliessen, indem wir einfach die Zentralverriegelung beschliessen oder da rein drücken, auch dann ist sie verschlossen. Die Verdunkelung haben wir hier. Hier haben wir das Kübel für den Abfall. Hier empfiehlt sich einfach Plastiksäcke rein zu tun, dann haben wir wenig mit der Reinigung zu tun. Dann haben wir hier den Knopf zum Schritt rauslassen. Wichtig, bevor wir losfahren, lehnt den wieder rein und lehnt ihn auch immer ganz raus und erst dann draufstehen, nicht dass er kaputt geht. Auch integriert ist noch das Moskitonetz, aber auch hier vorsichtig, immer mit 2 Händen führen, dass es nicht verkantet. Gut, dann hier haben wir die ganzen Elektropanel und Anzeigen vom Wohnmobil. Die 3 Knöpfe müssen immer leuchten, wenn die leuchten, funktioniert alles. Da ist einmal der Hauptschalter, das 12-Volt-System fürs Licht und hier wird die Wasserpumpe. Da ist die Beleuchtung von außen unter der Storre. Dann haben wir hier Anzeigen, einmal Batterie Auto, einmal Batterie Aufbau, Wohnraum, Wasseranzeige,
Denn wenn ihr draußen am Strom sind, leuchtet hier das Stromkabel auf. So wisst ihr immer, dass Strom auch von außen kommt. Das ist Anzeige vom Gas. Wenn ich hier aufs Sünneli gehe, solange da immer grün ist, sind beide Flaschen noch voll. Sobald einmal rot aufleuchtet, ist die erste Flasche leer. Könnt ihr aber auch ausgeschaltet lassen, das spielt keine Rolle für die Gasversorgung. Das Element hier ist zuständig für Warmwasser und Heizen. Hat einen äußeren Ring und einen inneren Ring. Den äußeren Ring brauchen wir zum Aktivieren. Was wollen wir machen? Hat hier also ein Nöckli dran, man sieht es nicht so gut. Wenn ich jetzt nach oben gehe, habe ich einmal ein Flämmchen. Das heisst, ich tue heizen. Und mit dem Inneren sage ich dann, wie warm das werden soll, von 1 bis 5, 5 ist das wärmste. Wenn ich nochmal eins runtergehe, werden Flämmli und Wasserlinie, dann macht er warm Wasser und tut zugleich heizen. Wichtig beim warmen Wasser, schaltet das nur einschalten, wenn ihr es braucht. Und sobald ihr es nicht mehr braucht, wieder ausschalten. Weil sonst heizt ihr den ganzen Tag voll Pulle durch und dann langt euch das Gas natürlich nicht. Jetzt, wenn es warm ist, brauche ich ja nicht heizen, dann kann ich nach oben gehen. Dann habe ich einmal 40 Grad und einmal 60 Grad. Da könnt ihr die Temperatur, die bei euch passt, wählen. Und dann aber auch wieder abschalten, sobald ihr es nicht mehr braucht. Beim Kochherd reindrücken, nach links um, jetzt hören, dass das Gas kommt. Und dann könnt ihr hier zünden. Ein bisschen drauf bleiben, dass sich der Thermoschalter aktiviert. Und dann kann ich loslassen, kann ich klein, gross und wieder auf Null. Das ist bei allen drei gleich. Macht den Deckel erst zu, wenn sich die Stäbe auch abgekühlt haben. Nicht, dass es da Spannung gibt. Bei den Fenstern ist rundum gleich. Wir haben immer die Entriegelung und dann die Klick-Klack einmal, zweimal und immer ganz rauf, dann geht es wieder zu. Tun sie auch immer ganz zu, auch für die Fahrt. Die wieder komplett verriegeln. Wir haben immer oben aber Moskito. Das hängt hier unten ein. Reinhängen und dann beide Hände aufführen, haben wir Verdunkelung. Wieder entriegeln, dann haben wir wieder runterführen und haben wieder freie Sicht. Wichtig ist, für die Fahrt gilt immer alle Fenster offen haben, also besser gesagt Verdunkelungen. Die dürfen nicht verschlossen sein, wir müssen überall raus sehen. Hier haben wir den Kühlschrank mit Frühfächli und schauen auch immer, dass er super verschließt. Einschalten tun wir den über den Knopf. Dann leuchtet hier das A auf. A ist gleich Automatikbetrieb. Das heisst, jetzt nimmt er immer die beste Energiequelle für sich. Da müssen wir nichts machen. Falls er mal wieder hinten anfangen zu blinken mit einem Fehler. Einfach wieder reingehen, länger drauf bleiben, ausschalten und wieder einschalten. Dann ist er wieder gesettet. Hier haben wir das WC. Wie gesagt, bevor wir das Geschäft machen, Klappen auf. Noch einmal, wenn wir das Geschäft fertig haben, wieder Klappen zu. Ihr könnt das auch grillen, bis es dann passt mit dabei. Wichtig hier im Badraum bin ich froh, wenn ihr nur barfuß oder mit Socken geht. Nicht, dass ihr einen Stein irgendwo in den Schuhen habt und hier könnt ihr es machen. Kleine Dachfenster könnt ihr hier hinten mit dem Knopf entriegeln und einfach aufstellen. Hat hier verschiedene Positionen. Wichtig für die Fahrt, tun wir es natürlich immer verriegeln. Wir haben auch hier Moskito und Verdunkelung von der anderen Seite. Wichtig auch hier, während der Fahrt sind die Blises in diesen Schächten versorgt. Beim grossen Fenster, wo wir hier vorne haben, auch hier haben wir Verdunkelung und Moskito. Auf tun wir das mit den Kurbeln. Zwei richtige Ufer dazu. Hier einfach drüllen. Nach Belieben aufmachen. Beim Zumachen einfach wirklich, bis es Widerstand gibt. Und dann retten und wieder einklappen. Das langt. Um den Bettumbau machen, hier bei der Sitzgruppe, müssen wir noch den Tisch abnehmen. Das heisst, wir müssen hier mal zuerst entriegeln, dass wir rausnehmen können. Dann müssen wir hier den Fuß teilen, dass der noch auf dem Boden aufsteht. Lupfen hier 45 Grad, dann können wir ihn rauslupfen. Und dann legen wir nachher den Tisch hier unten auf die Liste an und machen mit diesen Polstern das Bett.
Wichtig, dass nicht darauf herumknündeln, weil das nicht so fest fixiert ist. Und auch den Tisch nicht zu fest belasten mit Knie und so weiter, weil das alles leichtbau ist.